Hallo Leute, nach einigen Startschwierigkeiten beginne ich jetzt endlich den Playthrough von Fallout 2. Dieses Spiel zum Laufen zu bringen und vor allem eine Recording-Software zum Laufen zu bringen, ist echt nicht leicht. Ich habe jetzt sicher 2 Stunden damit rumgeschissen und musste einige Programme durchprobieren. Was jetzt im Endeffekt funktioniert, ist das eingebaute Recording-Programm von Rapture, also von AMD, falls ihr eine Radeon-Grafikkarte oder ähnliches habt. Das scheint zu funktionieren, ansonsten scheitert alles andere in diesem Spiel. Beziehungsweise es ist eher die Schuld des Spiels. Die meisten Recording-Programme erzeugen einen fetten Crash, wenn ihr versucht, Fallout 2 zu starten und dann einfach zu recorden. Gut, aber jetzt, wo wir das endlich haben, hauen wir uns ins Spiel. Und wie auch schon in Fallout 1 bekommen wir hier 3 Charaktere präsentiert, die absolut fucking nutzlos sind. Sie hätte Charisma auf 10, er hat Endurance auf 10, das sind beide Skills, die ihr wirklich, wirklich nicht haben wollt. Und er hat Skilled als einen Trait oder Bonus oder was auch immer, was auch ziemlich absolut fucking beschissen ist. Deswegen, wie immer, ist es besser, euren eigenen Charakter zu machen. Vermutlich werden wir einen Großteil des ersten Videos in diesem Bildschirm verbringen, weil im Verlauf von Fallout 1, von meinem Playthrough, habe ich immer wieder Leute gesehen, die gemeint haben, ja, sie spielen das jetzt zum ersten Mal und sie spielen mir quasi nach, sie spielen so, wie ich spiele. Und deswegen will ich auf das Rücksicht nehmen und will erklären, was die ganzen Unterschiede sind, was Möglichkeiten sind, das Spiel durchzuspielen, was die ganzen Charpoints und Traits und Skills überhaupt alles machen, damit ihr nicht zwingendermaßen so wie ich spielen müsst, sondern auch wisst, was generell einfach gut ist in diesem Spiel und was nicht gut ist. Es gibt nämlich eine Menge an Skills, gerade in Fallout 2, die ziemlich, ziemlich nutzlos ist. Und wir werden uns der Reihe nach alles anschauen. Bevor wir irgendwas von unseren Punkten vergeben, kümmern wir uns kurz um die Traits, weil die geben euch manchmal zusätzliche Punkte. Da hätten wir zum Beispiel einmal Fast Metabolism. Wir heilen schneller, nehmen aber mehr Radiation und mehr Giftschaden. Nichts von dem macht einen großen Unterschied, deswegen meh. Ich weiß gar nicht, wie viele Traits kann man überhaupt nehmen. 2? Ja, bis zu 2 Traits. Ja, okay, passt. Gut. Das heißt, enttaggen wir die mal wieder. Bruiser, ihr habt es gerade gesehen, gibt uns 2 Boni auf Stärke. Allerdings verliert ihr Action Points. Von 7 Action Points runter auf 5. 2 Action Points zu verlieren, das entspricht 4 Punkten in Agility. Das heißt, was ihr im Endeffekt macht mit eurem Char, ist, ihr verliert 4 Punkte Agility und bekommt 2 Punkte Stärke. Ich meine, ihr verliert die Punkte nicht wirklich, aber ihr verliert Action Points, die so viel wert wären wie 4 Punkte Agility. Deswegen ist das eindeutig einer der schlechtesten Traits überhaupt. Small Frame ist ganz okay. Man bekommt einen Bonus von 1 auf Agility, aber man kann weniger tragen. In Fallout 2 wollt ihr immer viel tragen. Das ist mal eine generelle Faustregel. Aber es gibt sehr viele Möglichkeiten. Andere Leute, auch eure Companions, können jetzt Zeug für euch tragen. Oder können sehr viel Zeug vor allem für euch tragen. Und es gibt andere Möglichkeiten, sich da was zu holen. Deswegen, es ist nicht kritisch, aber am Anfang kann es sehr zart sein, wenn ihr tatsächlich nur 100 Pfund, nehme ich an, tragen könnt, statt 150. One-Hander ist ganz cool. One-Hander ist sogar besonders cool für Leute, die unarmed spielen wollen, weil alle eure unarmed Waffen sind einhändig. Normale Faustschläge und Tritte gelten aber nicht als Waffen, deswegen sind sie von One-Handern nicht beeinflusst. Für alle anderen ist es eher meh, weil die meisten guten Waffen im Spiel sind zweihändig. Finesse ist okay, ihr macht glaube ich 30% weniger Schaden, was ziemlich viel ist, aber ihr bekommt, wenn wir es hier anwählen, einfach 10% Crit-Chance mehr. Was vor allem später im Spiel das doch ziemlich wert sein kann. Vor allem, weil die Crit-Chancen den verringerten Schaden, den ihr macht, ignorieren. Also diese minus 30% gelten nur bei normalen Attacken, aber nicht bei Crits. Das ist, glaube ich, deswegen so, weil es wird nicht berechnet, ihr macht 30% weniger Schaden, sondern der Gegner bekommt 30% mehr Damage Resistance. Wenn ihr aber crittet, wird Damage Resistance ignoriert. Deswegen glaube ich, funktioniert das so, dass bei Finesse dieser Damage Malus, den ihr kriegt, der gilt bei Crits. Glaube ich deswegen nicht. Bin mir nicht sicher. Kamikaze einfach nur kacke, weil er beginnt das Spiel mit 0 Armor. Das ist einfach
nicht viel wert. Ihr hättet eine höhere Initiativordnung, aber ja. Heavy-handed, mehr Schaden in Melee ist gut. Ihr seht, es geht hoch von 1 auf 5. Aber ich glaube, das bedeutet nicht, dass ihr weniger Crit-Chance habt. Die Crit-Chance bleibt doch gleich, sondern eure Crits sind alles in allem einfach weniger wert. Also machen weniger Schaden, bekommen weniger Crit-Bonus, was gerade im Late-Game einfach nicht wahnsinnig gut ist. Fast-Shot ist ganz cool. Alles kostet einen Action-Point weniger, was ihr an Schussaktionen macht, aber ihr könnt nicht targeten. Das Problem ist, ich werde einen Nahkämpfer spielen, was generell schon mal schwerer ist als einen Fernkämpfer, aber ich habe das Spiel schon so oft gespielt, ich traue es mir zu. Ja. Das Problem ist nur, wenn ihr Fast Shot nehmt, dann ist einfach eure Möglichkeit, gezielte Angriffe auszuführen, generell deaktiviert, auch im Nahkampf, auch wenn es keinen wahnsinnig großen Sinn macht. Ihr könnt keine Targeted Attacks mehr machen, was bedeutet, für einen Nahkämpfer ist das einfach nur schlecht. Bloody Mess ist lustig, einfach mehr Leute, die explodieren. Jinxed ist es nicht wirklich wert. Ja, Leute haben öfter Critical Failures, was bedeutet, dass eure Waffen kaputt gehen oder ihr nachladen musst oder ihr einen ganzen Zug verliert oder sonst irgendwas. Good Natured ist ganz okay. Ich glaube, alles in allem macht ihr einen Nettogewinn von Stats, also ihr bekommt ein paar Stats wie Speech und Barter dazu und verliert dafür so Sachen wie eben Big Guns und Energy Weapons und so weiter. Da ihr aber meistens eh nicht alle Kampfskills verwendet, glaube ich, steigt man netto meistens besser aus, macht aber kaum einen großen Unterschied. Chem Reliant und Chem Resistant ist mehr oder weniger, wie lang wirken Drogen auf euch und wie schnell werdet ihr davon abhängig. Sex Appeal ist lustig, aber wirkt sich nicht wahnsinnig viel aus. Es wirkt sich generell nicht viel aus, ob ihr einen Mann oder eine Frau spielt. Ich spiele einen Mann, weil es euch Zugriff auf eine kleine Subquest gibt, die ihr als Frau nicht habt. Als Frau könnt ihr aber, gerade wenn ihr Sex Appeal wählt, mehr Leute manipulieren. Weil die meisten Händler, Gangbosse und so weiter sind Männer und die lassen sich deswegen leichter von euch bezirzen. Skilled, vermutlich einer der schlechtesten Trades überhaupt, wie auch schon in Fallout 1, so gut wie gifted ist, so schlecht ist skilled. Ich glaube, das wurde gar nicht geändert im Vergleich von Fallout 1. Also, skilled, ihr bekommt weniger Perks. Perks sind aber leider super gut. Und dafür würdet ihr 5 Skillpunkte pro Level Up bekommen. Die könnt ihr euch aber auch über Intelligence holen und ihr wollt sowieso eine relativ okay Intelligence, deswegen gibt es keinen wirklichen Grund, Skilled zu nehmen. Ich meine, wenn ihr Skilled und mit hoher Intelligence spielt, dann ist es fast schon wieder Overkill, weil niemand braucht so viele Skill Points. Und einfach nur weniger Perks zu kriegen ist kacke, weil es gibt viele, viele gute Perks. Im Gegenteil, Gifted, minus 10% für alle Skills zu Beginn und ihr bekommt auch weniger Skills pro Level Up, aber all eure Stats werden um 1 erhöht. Das nehmen wir auf jeden Fall, das ist fast schon zu gut. Es gibt einige Leute dazu, auch dazu zählt auch der Typ, der den Fallout 2 Walkthrough auf der Vault Wiki geschrieben hat, der meint, er spielt absichtlich ohne Gifted, weil er findet, das macht das Spiel einfach zu fucking leicht. Aber ja, da wir sowieso einen Nahkämpfer spielen, insofern wir nehmen sowieso nicht die einfachste Art, die es gibt. Die einfache Art wäre nämlich Small Guns, Lockpick, Speech. Ich meine, wir werden Speech und Lockpick schon nehmen, aber wir werden uns dann für einen Nahkampf-Trade entscheiden. Nahkampf ist ein bisschen gefährlicher und ein bisschen schwächer alles in allem als Fernkampf. Deswegen, ja, nehmen wir mal Gifted. Wollen wir sonst noch irgendwas? Ich glaube fast nicht. Small Frame, wir brauchen fast nicht noch einen Char-Punkt. One-Handed wäre interessant, wenn wir unarmed spielen, aber ich glaube, dass wir im späteren Spielverlauf vielleicht auf Energy Weapons umsteigen. Und generell, wenn wir eher auch Melee Weapons vor allem nehmen wollen, viele gute Melee Weapons sind auch zweihändig. Deswegen, ich glaube, das passt schon so. Okay, also, wir haben Gifted gewählt, deswegen haben wir jetzt überall 6 Stat-Punkte. Schauen wir uns an, was wir hier wollen. Wir wollen einen Nahkämpfer spielen, das heißt, offensichtlich wäre euer erster Gedanke, wir setzen Strength auf 10. Was absolut falsch ist, muss man leider sagen. Strength kann im Verlauf des Spiels um 5 Punkte erhöht werden.
Vor allem durch die Power Armor, wenn ihr sie mal habt. Die gibt euch plus 4 auf Stärke. Deswegen, es ist durchaus okay, selbst für einen Nahkämpfer mit 5 Stärke anzufangen, vielleicht sogar mit 4. Das Problem bei 4 ist, ihr braucht Stärke auch, um Waffen zu bedienen. Und größere Waffen, viele Gewehre brauchen 5 und die wirklich schweren Miniguns und so weiter brauchen sogar 6. Ich setze mal auf 5 dabei, vielleicht wenn wir einen Punkt über haben, setzen wir es auf 6. Aber schauen wir mal, was wir machen. Perception wäre der wichtigste Skill, wenn ihr einen Fernkämpfer spielt. Obwohl wir das nicht machen, wollen wir es zumindest auf 5, weil Perception von 5 notwendig ist, um euch einen Perk zu geben namens Awareness. Und Awareness zeigt euch, wie viele Lebenspunkte genau euer Gegner hat. Wenn ihr Awareness nicht nehmt, seht ihr nur so Angaben wie, er sieht schwer verletzt aus, er sieht kaum verletzt aus und so weiter. Aber ihr braucht Awareness, um die genaue Anzahl seiner Lebenspunkte zu sehen. Das wollen wir auf jeden Fall, das wird der erste Perk sein, den wir nehmen. Und der braucht eine Perception von 5. Gut. Endurance gibt euch im Großen und Ganzen eigentlich nur Hitpoints und das ist der Grund, wieso der vorgegebene Charakter mit 10 Endurance ziemlich kacke ist. Selbst für uns als Nahkämpfer ist 5 vermutlich okay. Ihr seht auch der Hitpoint-Counter an sich, das sind 2 Hitpoints pro Level. Ich meine, das wird mehr, es wird mit jedem Level up, kriegt ihr einen höheren Bonus, abhängig von eurer Endurance. Aber vermutlich werden uns 5 oder 6 auch reichen, lassen wir es mal auf 5. Charisma ist im Großen und Ganzen nur für bessere Preise beim Handeln zuständig, macht da aber auch nicht wahnsinnig viel. Vor allem ist Charisma aber, wie viele Follower könnt ihr haben. Und das hängt davon ab, das hängt direkt von eurem Charisma ab. Es ist euer Charisma durch 2 abgerundet, das ist die Anzahl an Followern, die ihr haben könnt. Deswegen, wenn ihr nicht viel auf Follower geht, ist es absolut okay, mit einem Charisma von 1 zu starten. Oh, nein, das kann ich gar nicht, weil ich giftet bin. Cool. Ihr seht, dann hätte ich minus 2 auf Barter und 0 auf Speech. Wir werden vermutlich mit 4 starten. Das bedeutet, wir können 2 Companions aufnehmen. Das ist okay. Sehr viel mehr als 4 wollt ihr wahrscheinlich nicht. 6, wenn ihr ein großes Team haben wollt, aber ansonsten meh. Intelligence gibt an, wie viele Skillpunkte ihr wollt. Generell wollt ihr für die meisten Speech-Checks und so weiter, für die meisten wichtigeren Konversationen sicher eine Intelligence von 7. Wenn ihr 7 habt und nämlich Mentats fresst, diese super Gehirnleistungsdroge, solltet ihr auf Intelligence 9 oder 10 kommen, was für alle Intelligence-Checks im Spiel reicht. Also ich glaube, es gibt nur einen 10er-Check im ganzen Spiel. Es gibt ein paar 9er, aber die sind sehr, sehr selten. Deswegen, ja, 7 wollt ihr auf jeden Fall. Wir werden vermutlich mal 8 nehmen, einfach um mehr Skillpunkte zu kriegen. Agility verhält sich ähnlich wie Charisma, in dem Sinne, dass ihr einfach eure Agility durch 2 nehmt und ihr bekommt einen In-Game-Stat, in dem Fall nämlich eure Action Points. Action Points, ihr beginnt mit 5 und bekommt einen Bonus von eurer Agility durch 2, wieder abgerundet. Also genauso wie bei Charisma wollt ihr schauen, dass ihr eine gerade Punkteanzahl nehmt. Beides kann im Spielverlauf jedoch um 1 erhöht werden, deswegen es ist okay, wenn man das weiß im Vorhinein und wenn ihr wisst, wie ihr diesen Bonus bekommt, ist es durchaus okay mit 9 zu starten. Nur der Unterschied zwischen 8 und 9 bringt euch wirklich gar nichts. Ja. Ist ähnlich wie mit Stärke. Ja, wir bekommen plus 4 durch eine Power Armor und dann nochmal plus 1 durch einen Perk, aber wir bekommen die Power Armor halt recht spät. Das heißt, ich bin am Überlegen, mich doch zumindest mit 6 zu beginnen, weil wir ein reiner Nahkämpfer sein werden. Noch nicht ganz sicher, was wir mit Agility machen. Wollen wir beides auf 9 setzen? Intelligence und Agility? Man kann fast alles irgendwie um 1 erhöhen. Deswegen vielleicht machen wir das so. Luck, ja, im Großen und Ganzen wird es gemessen für Random Encounter. Und 1% eurer Crit-Chance, ich meine, ja, 5 reicht komplett. Und wir sehen, da wir einfach schon wissen, dass wir weder viel Endurance noch viel Charisma brauchen werden, haben wir irgendwie noch immer 5 Char Points, 5 Character Points über, wenn wir Gifted nehmen. Das heißt, ich glaube, wir nehmen einfach tatsächlich Stärke 6 auf jeden Fall. Dann vielleicht Endurance 6 und ich bin schwer überlegen, ob ich Intelligence und Agility nicht einfach auf 10 setzen soll. Ich meine, 10 ist immer ein Overkill, wie gesagt, jeder Stat kann um 1 erhöht werden, deswegen vielleicht ist das woanders besser aufgehoben.
Na gut, überlegen wir uns das noch. Schauen wir uns währenddessen einfach mal. Was ist Style eigentlich? Oh, Hairstyle. Cool. Ich glaube, das ist das eine Sache, die es erst beim HD-Remake gibt. Gut möglich. Oh, ganze drei Haarschnitte. Wie geil. Okay, wir werden den Fukuhila praisen. Oh yeah. Skills. Wir müssen drei Skills taggen. Wie schon gesagt, wenn ihr ein einfaches Spiel wollt, nehmt Small Guns. Das ist das einfachste im Spiel. Einfach ballern ohne Ende. Fernkampf ist immer wesentlich besser als Nahkampf. Wir als Nahkämpfer haben im Großen und Ganzen die Wahl zwischen Unarmed und Melee Weapons. Wenn ihr allerdings Unarmed... Fuck, man könnte mit 70 starten. Wenn ihr Unarmed allerdings nicht über 55 erhöht, könnt ihr euch gleich im ersten Dorf einen Trainer holen, der euch umsonst, soweit ich weiß, Unarmed auf 55 trainiert. Das heißt, das zu taggen wäre fast ein bisschen Verschwendung. Es gibt so viele Möglichkeiten, gratis Unarmed-Punkte zu kriegen im Spiel, dass ich glaube, das ist nicht mal einen Tag wert. Ich glaube, wir taggen stattdessen Melee Weapons und dann die beiden All-Time-Favorites Speech und Lockpick. Bei Speech ist es wichtig, manche Skill-Checks, die ihr habt, hängen nicht davon ab, wie hoch euer Speech ist oder wie hoch euer Intelligence ist oder wie hoch euer Charisma ist. Sie hängen einzig und allein davon ab, ob Speech getaggt ist oder nicht. Deswegen, egal ob ihr vorhabt, Punkte reinzubuttern oder nicht, Speech zu taggen an sich ist vermutlich nicht so schlecht. Tags funktionieren wie in Fallout 2. Wenn ihr einen Punkt bei einem getaggten Skill ausgebt, dann bekommt ihr 2% statt 1%. Bei allem anderen ist die Rate 1 Skillpunkt für 1%, logischerweise, bei den Getaggten ist es 2. Okay, ja, das ging schnell. Speech, Lockpick, Melee Weapons, das ist relativ Standard. Ja, keine Poison Resistance und keine Radiation Resistance zu haben für ein bisschen mehr Healing Rate ist schon nicht so toll. Ne, lassen wir das. One-Hander, nein, ich glaube, die großen Melee Weapons sind wichtiger als ein bisschen Unarmed. Nein. Ja, und damit haben wir noch immer drei Char-Punkte. Was wollen wir damit? Ich werde mich nie mit mehr als zwei Companions abgeben. Das heißt, Charisma macht keinen Sinn. Luck hat echt keine großen Auswirkungen. Strength auf über 6 zu heben, ist ein bisschen Overkill. Ich meine, wir kriegen allein halt 4 von der Power Armor. Wie gesagt, es dauert ein bisschen, bis wir Power Armor kriegen, aber ich meine, was bringt es uns sonst? 2% in allen Nahkampf-Skills. Wir wollen sowieso nicht über 55% unarmed, weil auf 55% kriegen wir mal sowieso gratis. Deswegen ist die Frage, ob vielleicht nicht 5 sogar besser ist. Wow, das sind... Ha? Achso, nein, das ist 8. Ja, okay. Ich dachte kurz, das wären Nuller. Ich dachte, dass der Unterschied zwischen 5 und 6 Strength wären 10%. Das wäre nämlich hart. Aber gut. Mehr Endurance? Ich weiß nicht. Ugh, es ist irgendwie ganz räudig. Vielleicht einfach ein bisschen mehr Perception, auch wenn es nicht viel Sinn macht. Vielleicht einfach noch einen Punkt auf Perception. 666, 499 und dann 7 Luck, weil wieso nicht? Ja, okay. Es gibt schon ein paar Luck-Checks, aber ich meine, es ist halt alles in allem der Stat, der eindeutig Trash ist. Aber ja, ich habe sonst alles. Wir werden Agility um 1 erhöhen, wir werden Intelligence um 1 erhöhen auf 10. Ich meine, Intelligence hat halt schon viele Auswirkungen. Aber 9 muss eigentlich reichen. Ja, nein, ich glaube, das ist es im Großen und Ganzen. Wollen wir Bloody Mess? People around you die violently. Wieso nicht, wenn wir schon über haben? Wieso nicht ein bisschen mehr Gewalt? Gut, und das ist es im Großen und Ganzen. Dann schauen wir uns mal das Intro an. Es sind 80 Jahre seit Fallout 1 vergangen. Lasst mich kurz überlegen. Ich glaube, 80 kommt hin, ja. Ziemlich sicher 80 Jahre. Und wir spielen aus Fallout 1 unseren eigenen Enkel. Deswegen sind wir der Auserwählte. Nicht nur deswegen, aber unter anderem. Okay, und das ist alles, was ihr wissen müsst für das Intro. Come in, Chosen One. There are things you must know. The village is dying. The signs are everywhere.
withering crops, dying Brahmin. Sick children. There is hope, however, a slim hope that few know of. The old discs speak of an item called the Garden of Eden Creation Kit. It is said it can bring life to the wasteland. This will be your quest, if you prove yourself worthy. For that proof, you must first journey to the Temple of Trials. If you survive, come back to me. We will talk more. Our life is in your hands, Chosen One. Prove yourself. Find the Gek. Be our salvation. Puh, diese gute alte Grafik. Okay, hier sind wir also vor dem Temple of Trials. Viele Leute, und auch ich gehöre dazu, die Fallout 2 öfter gespielt haben, die kotzt der Tempel schon so an. Es ist wirklich ein bisschen zart, wenn man das nicht überspringen kann. Aber okay. Es ist tatsächlich ein Vorteil, dass wir ein Nahkampfcharakter sind, weil ihr bekommt nur einen Speer. Wenn ihr Fallout 1 beginnt, wenn ihr euch erinnert, bekommt ihr eine Machete und ihr bekommt auch eine Pistole. Das heißt, egal was für einen Kampfskill ihr wählt, ihr seid relativ gut am Anfang mit was auch immer ihr verwenden wollt. Aber hier bekommt ihr nur einen Speer. Das heißt, wenn ihr nur auf Small Guns geht und nicht viel Stärke geskillt habt und so weiter, dann dauert der Tempel gleich doppelt so lang, einfach weil ihr ständig mit dem Speer daneben haut. Gut, wir können hier mit Clint reden, der uns nur sagt, verpiss dich, geh in den Tempel. You have not completed the trial. Alright, I'll take the test. Gut, und wir suchen ein Gek. Dabei sollte man anmerken, dass es dieses Gek erst in Fallout 2 wirklich gibt. Es gibt es schon als quasi kleinen Witz oder als kleines Story-Element in Fallout 1, aber nicht so wirklich. Wirklich vorhanden ist es erst in Fallout 2 in seiner endgültigen Form. Und das erinnert mich daran, dass wir ein paar andere Sachen umstellen müssen. Yeah, Violence Level. Aber das meinte ich eigentlich nicht. Comment Messages wollen wir auf Brief. Combat Taunts wollen wir auf Off. Language Filter wollen wir auf Off. Running wollen wir auf Always. Subtitles. Nicht sicher, was für Subtitles das sind, aber es sollte eigentlich auch ohne gehen. Okay. Das heißt, ja, das Gek suchen, ähnlich wie in Fallout 1, ihr werdet entlassen mit einem bestimmten Time Limit. In dem Fall ist natürlich das Zeitlimit, dass euer Dorf stirbt. Und deswegen habt ihr wie in Fallout 1 einen Großteil des Spiels nicht unendlich viel Zeit, euch um alles zu kümmern. Okay. Und hier werden wir jetzt dann langsam mal einen Cut machen. Ich muss sagen, diese High-Resolution-Version schaut schon sehr, sehr schön aus. Es ist einfach diese alte, isometrische Grafik, die wird nicht hässlich. Das ist im Vergleich dazu, wenn man sich frühe 3D-Spiele anschaut aus den frühen 2000ern. Das ist ja absolut hässlich, das erzeugt ja nichts außer Augenkrebs. Aber wirklich schön gemachte 2D-Spiele, entweder durch diese isometrische Sicht oder bei Point-and-Click-Adventure ist das oft der Fall, weil sie wirklich handgezeichnet sind. Das ist einfach immer schön. Es wird nie alt. Herrlich. Okay, das heißt, nächstes Mal werden wir uns durch diesen Tempel kämpfen, werden in erster Linie Skorpione und Ameisen über den Haufen speeren. Yay, aufregende Gegner, wie immer. Aber ja, wie gesagt, man muss durch den Tempel, es gibt kein Vorbeikommen und dann werden wir uns anschauen, wie unser Dorf aussieht, wie es mit weiteren Challenges aussieht und dann werden wir uns auf den Weg machen für Fallout 2. Ich bin so froh, dass es endlich funktioniert. Das hat echt, echt lange gedauert. Aber jetzt habe ich es endlich hingekriegt, das gescheit zu recorden. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.